Vor langer, langer Zeit lebte ein Mann namens Noah. Eines Tages träumte er von Gott. Gott sprach: Ich werde die Erde bald überfluten, baue eine Arche zum Schutz. Und Noah fing an zu bauen. Seine Söhne halfen ihm. Dann war das große Schiff endlich fertig. Noah und seine Familie schleppten viele Vorräte auf die Arche. Als sie das Schiff beladen hatten, kamen von allen Seiten große und kleine Tiere. Immer ein Männchen und ein Weibchen. Sie fanden alle einen guten Platz und Gott schloss die Türen. Schließlich begann es zu regnen. Das Wasser stieg und stieg. Alle Menschen und Tiere ertranken. Nur Noahs Arche schwamm ruhig und sicher auf den Wellen. Nach 40 Tagen hörte es auf zu regnen, doch Noah und die Tiere mussten noch sehr lange warten. Eines Tages öffnete Noah ein Fenster und ließ eine Taube hinausfliegen. Als die Taube mit einem Zweig im Schnabel zurückkehrte, öffnete er die Tür und alle Tiere waren frei. Sie verbreiteten sich auf der ganzen Erde und füllten sie mit neuem Leben. Gott freute sich sehr und schickte einen Regenbogen auf die Erde. Und das war sein Zeichen, dass er nie wieder eine so große Sintflut schicken würde.